Hallo Adil, Hallo, Herr Gewalt. vielen Dank Grüße. fürs Interview. Erste Frage, bei Art steht die Kontrolle über allem. Können Sie erklären, warum das so wichtig ist beim Investieren? Ja, das ist deswegen wichtig für uns, weil wir wissen, aus dem Behavioral Finance kommt, dass der Mensch dazu neigt, gravierende Fehler zu machen, gerade wenn es turbulent wird. Mhm. Und ein regelbasiertes, strukturelles, systematisches Anlegen vermeidet eben diese Fehler zu vermeiden, gerade in Stressphasen. Mhm. Deswegen ist das für uns extrem wichtig. Nun sagen ja viele, im Aktienmarkt zum Beispiel, wenn man lange dabei bleibt, sind die Verluste dann irgendwann wieder ausgeglichen. Also warum soll ich denn Kontrolle bewahren? Ich muss ja nur warten. Ja, das Warten ist grundsätzlich diese Buy-and-Hold-Strategie, die man ja immer verfolgt, viele verfolgen. Wir sagen, Buy-and-Hold heutzutage funktioniert nicht mehr. Mhm. Wenn man sich die Drawdowns in der Länge und der Heftigkeit anschaut, kann es extrem lange dauern, bis man seine Verluste aufholt. Deswegen sagen wir, besser die Verluste vorher schon vermeiden, anstatt hinterher wieder aufholen zu müssen. Deswegen aktives Trading, flexibel bleiben, ist das Gebot der Stunde. Und wie setzen Sie diese Strategie bei Ihnen konkret um? Ja, konkret setzen wir das als Trendfolger in der Art um, dass wir einfach warten, bis sich ein Trend am Markt gebildet hat. Wir setzen dann in dem ersten Schritt eine Aktienallokation um. Das heißt, wenn der Markt nach unten geht, wir nehmen den MSCI als Benchmark, dann werden Aktien verkauft. Wenn der Markt dreht und wieder nach oben läuft, werden dann Aktien sukzessive zugekauft. So ist man als Trendfolger immer investiert, um zu partizipieren am Upside und reduziert die Verluste, wenn der Markt nach unten geht. Und in wie viele verschiedene Märkte investieren Sie auf der Aktien- und Anleihenseite? Ja, wir haben auf der Aktienseite etwa 85, 86 Märkte, Regionen, Branchen, in denen wir investieren können. Und auf der Rentenseite sind es ein bisschen weniger, da sind wir in etwa 40 investiert. Immer wieder wechseln, so wie es die Marktlage von uns erfordert. Herr Dien, vielen Dank. Sehr gerne.